Oh Junge, 30 fucking Minuten, halbe Kinofilme oder was? Maschallah, Digga, danach noch kurz Minecraft. Müssen wir uns aber reinziehen, Leute. Müssen wir uns aber wirklich reinziehen, oder? Was sagt ihr? Es geht nicht, ich muss es mir angucken. Hey, ein neues Payback-Video, wo du wieder drunter schreiben kannst, dass die Paybacks nerven. Und danach gehst du freiwillig zu einem Schlagerkonzert und sagst, dass die Musik nervt. Wahrscheinlich wird es Helene Fischer interessieren. Leon, fucking Mascher. Ich fasse mal das Gelaber von Leon zusammen. Leon will nach 4 Jahren eine Live-Debatte, gibt mir 48 Stunden Zeit, darauf zu reagieren und begründet das mit folgendem Satz. Die Wahrheit braucht keine Vorbereitung. Er braucht 4 Jahre und sagt mir dann, dass die Wahrheit keine Vorbereitung braucht. Nach 4 Jahren, geil. Und dazu kommt noch, dass er mich schon 3-mal unvorbereitet im Real Life getroffen hat und er hat immer nur Müll geredet und Leute geholt. Leon, wie kann denn so ein Satz von dir kommen? Die Wahrheit kennt keine Vorbereitung, deswegen bereiten wir uns auf nichts vor, wir schneiden keine Videos von Angesicht zu Angesicht. Mal abgesehen davon ergibt der Satz gar keinen Sinn. Man hat ja beim Gewinnspielthema gesehen, dass ausschließlich meine Vorbereitung zur Wahrheit geführt hat. Live hätte Leon uns das einfach als Gewinnspielauflösung verkauft und ich hätte vielleicht nicht sofort den Gegenbeweis liefern können. Das Ergebnis wäre gewesen, dass wahrscheinlich... Ja, stimmt, eine Live-Debatte ist vollkommen schwachsinnig, weil man ein bisschen researchen muss. Macht komplett Sinn. Wenn ich alle Leon mit dem Schulvideo geglaubt hätten, obwohl er nachgewiesenermaßen nicht die Wahrheit gesagt hat. Und weil ich sowas schon geahnt habe... Dann würde es ja 14 Stunden nicht ausnehmen und die Sache... Oh, Digga. Aber habe ich die Debatte auch abgelehnt. Gesehen. Meine Paybacks sind klar strukturiert mit Belegen. CP04, Dankeschön, Stefan. Dankeschön für die Subs. Ich stehe hinter meinen ganzen Aussagen. Kannst du das? Kannst du das, Digga? Kannst du das? Ja, tu dir. Werden wir sehen. Gib mir die nächsten 48 Stunden Zeit. Schreib mir sonst auf Twitter oder sonst wo, Digga. Mir ist scheißegal wo. Naja, es ist nicht egal, wo ich dir schreibe. Twitter war die einzige Social-Media-Plattform, wo du mich noch nicht blockiert hattest, du Jockel. Und dieses... Das Pseudo-Geschwafel wieder. Kannst du zu deinen Aussagen stehen? Hä? Kannst du das? Kannst du das? Das ist wieder dieses Konzept von Ehre. Hast du Ehre, hast du Ehre. Wenn du keine Ehre hast, hast du nicht recht. Nur wenn du Ehre hast, hast du recht. Egal, wer faktische Argumente liefert, es kommt immer darauf an, ob du Ehre hast. Werden wir sehen. Junge, das Ding ist, ich habe dich schon 1000 Mal mit eindeutigen Belegen als Lügner und Betrüger exposed. Die Videos sind alle online und ich habe es dir auch im Real Life schon mehrmals in die Fresse gesagt. Soll ich es etwa noch in meinen Arm ritzen oder ab wann steht man hinter seiner Aussage? What the fuck? Und dass man behauptet, dass man hinter seinen Aussagen steht, nachdem man 4 Jahre versucht hat, alles unter den Tisch zu kehren, ist ja noch das Beste daran. Ja, Leon, du bist ein tapferer Ritter. Ich habe einfach auf ein Video, was geschnitten ist, was ich dann laber, wo ich dann Musik im Hintergrund reinschneide. Ja, das merken wir uns mal für später. Okay, jedenfalls habe ich die Live-Debatte abgelehnt mit den genannten Begründungen. Hier seine Reaktion drauf. Live-Diskussion, Leon, Mimi, Monte, stay. War natürlich keine Live-Diskussion, sondern nur ein Video, wo er rumquält, ja, dass ich die Live-Debatte abgelehnt habe. Aber nein, es kommt nicht dazu. Was labert er wieder für einen Scheiß, Digga? Und will sich wieder rauskriegen, weil ich wusste das, Digga. Der kann im Internet sich vorbereiten auf Videos und so weiter, macht er auch. Stimmt, er kann sich vorbereiten, faktische Argumente liefern und du willst live einfach irgendwie rumschreien, affig umher debattieren und einfach der Lautere sein. Perfekt, Bro. Das muss sein Job gut, muss man sagen, Digga. Ist doch hier und da mal irgendwo lustig. Hä? Moment. Also du sagst selber, dass meine Videos gut gemacht und lustig sind und ein Video davor hast du hervorgehoben, dass deine Lügenvideos doch nur die Leute unterhalten sollten. Also dürftest du doch eigentlich gar kein Problem damit haben, dass ich mit meinen Videos Leute unterhalte, wenn das dein einziger Maßstab ist und das sogar das Lügen rechtfertigt. Und das hier musst du den Leuten auch mal erklären. Was labert denn wieder für einen Scheiß, Digga? Und will sich wieder rausreden, weil ich wusste, dass... Ich laber wieder Scheiße und will nicht... Playstar Friendly, mach's gut, danke dir, Bro. Freut mich, dass wir 4 gute Jahre hatten. Mach's gut, komm. Kuss. Dankeschön. Den Bart macht bis ausschließlich du, Leon. Also projizier mal nicht dein Abschaumverhalten auf andere. Aber wenn es drauf ankommt, live, Digga, du teilst aus, dann musst du auch einstecken. Ich sage jetzt, live, Digga. So, du musst nicht kommen, okay? Aber da sieht man einfach mal diese scheiß Internetwelt. Im Internet spucken die so große Töne, aber live, Digga. Genau das, was. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht wirklich überhaupt gar keinen Sinn, was er sagt. Gerade gesagt habe, du projizierst deine eigene Abschaumhaftigkeit auf andere. Du spuckst selber die größten Töne, nennst mich Lappen und eierloser Fisch. Mimi, ganz einfach, du hast jetzt harte Arbeit geleistet. Du hast ein Display aufgenommen. Und ich mach's ganz kurz und knapp, Digga. Mit einer Antwort, du bist ein Lappen. Mimi, du eierloser Fisch, Digga. Aber bist dann der Leute holen musste, wo ich alleine vor dir stand. Oh, Digga, ich könnte die komplette Situation auch nochmal aufklären, aber ich halte mich jetzt erstmal dazu geschlossen, Alter. Wie gesagt, ich war komplett dabei. Aber ich schaue mir das hier als stiller Beobachter an. Er sagt einfach, nö, er möchte die Live-Debatte nicht, ne? Natürlich, wo sind seine Eier? Oh, Leon, ey, sei einfach leise. Wo ist deine Ehre, Junge, wo ist deine Ehre? Ehre, Junge, Ehre und Eier, hast du Eier? Hast du Ehre? Naja, wie dem auch sei. Jedenfalls hat er dann meinen Tweet vorgelesen, in dem ich genau begründe, warum ich die Live-Debatte nicht annehme. Du hast zu viel Dreck am Stecken, da würde sogar ein 24-Stunden-Livestream nicht ausreichen, um der Sache gerecht zu werden. Deswegen komm, fein säuberlich aufarbeiten, die Paybacks nachvollziehbar und klar strukturiert. Mit Belegen ist doch viel besser. Live wäre nur Aussage gegen Aussage. Ein paar Pseudo-Entschuldigungen, weil dir nichts anderes übrig bleibt und am Ende ein Ja. Boah, fucking Internet-Beef, so geil, oder? Ist ja alles geklärt. Ich check das nicht. Ich mach mal weiter, Leute. Und genau das ist dein Plan. Alles schnell und möglichst nicht in die Tiefe gehen. Im Gegensatz zu meinen Videos. Du standest die letzten 4 Jahre 3-mal live vor mir. Geldtour, WVP, keine Ahnung, was es ist. Slash Fresse, Mann. WVP ist die Abkürzung für den Webvideopreis. Sollte dir eigentlich bekannt vorkommen, das war da, als du Silvi mit ApoRed belästigt hast. Herr Newstem hat den Vorfall gut zusammen.
Unangenehm. Zusammengefasst. Die YouTuberin Sylvie Roxa hat vor 2 Tagen ein Video hochgeladen, in dem sie sagt, dass sie von einem sehr großen, sehr bekannten YouTuber sexuell belästigt worden sei. Sie war auf einer Aftershow-Party von dem Deutschen Webvideopreis. Und dort hätten sie 2 sehr, sehr große YouTuber angesprochen, die dann zu ihr gemeint haben sollen, dass sie die ja gerne auf YouTube pushen würden, wenn sie sich dafür im Gegenzug sexuell erkenntlich zeigt. Ah ja. Konkret wollten sie von ihr einen auf der Toilette geblasen kriegen. Sylvie Roxa hat leider in ihrem Video die Namen dieser YouTuber nicht preisgegeben. Übrigens, der erste war Leon und der zweite war ApoRed. Ja, ihr beiden könnt euch ja mal dazu äußern, da warten wir jetzt alle gespannt drauf. Oder müsst ihr jetzt nochmal 4 Jahre reflektieren? Fucking weird champ it in, Digga. Also ganz, ganz, ganz seltsam. Hier, um dann transparent Scheiße zu labern. Okay, machen wir weiter mit dem Vorlesen meines Tweets. Du standest die letzten 4 Jahre dreimal live vor mir, gell? Herr Selhoff, vielleicht komme ich irgendwann nochmal zurück auf GVMP. Tour WVP, keine Ahnung, was es ist, Aftershow, Kollegakonzert. Ohne Vorbereitung und Contest, einfach gar nichts, außer Müll labern und Leute holen. Kurz fürs Protokoll, Leon hat in 5 vorgelesenen Sätzen 10 Videoschnitte gehabt. Wie war das nochmal? Ich hab keinen Bock auf ein Video, was geschnitten ist. Naja, aber... Na gut, einen Satz an einem Stück zu lesen, ist natürlich schwierig, ne? Aber was sagt Leon jetzt eigentlich zu meinem Tweet? Du hast mich 3, 4 Mal gesehen. Wusste ich, dass es so weit geht, Digga, aber du hast ja nicht aufgehört. Du hast ja weitergemacht, bis es zu diesem Punkt kommt. Und jetzt nach 4 Jahren sollen alle plötzlich innerhalb von 48 Stunden nach deiner Pfeife tanzen und machen, was du sagst, absolut lächerlich. Ey, du hast damit angefangen, nach 4 Jahren. Aber es war doch meine Entscheidung. Du hast ja die ganze Zeit weitergemacht. Meine, ich konnte ja auch gar nicht antworten, aber ich hab's jetzt gemacht, weil du ja weitergemacht hast, weiter. Also gibst du hier zu, dass du deine Statements nur gemacht hast, weil ich nicht aufgehört habe? Also hättest du deine Lügen sonst weiter unter den Tisch gekehrt und du hättest die Gewinnspiele auch nie aufgelöst? Das Ding ist halt, Leon versucht auch mit diesem seltsamen Ad Stay at Monte, er will sich halt damit irgendwie nur Relevanz wacken, Alter. Und ich kann nur hoffen, dass Monte und Stay weitsichtig genug sind, das zu checken. Der will halt nur seine Müllmusik damit promoten, ist jetzt wieder für ein halbes Jahr AFK, Alter. Mimi wird jetzt wieder ein halbes Jahr ficken, dann kommt er in einem halben Jahr wieder mit einem neuen Drecksong daher, wird den halt wieder irgendwie promoten wollen, fängt dann wieder an zu antworten, antwortet dann auf Unge, bla 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 bla. Keine Ahnung, Alter. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist so dermaßen durchschaubar und stupid einfach, Digga. Also ganz ehrlich, das ist so unendlich lost, was der hier abzieht, Mann. Auch nicht in deiner Wisch-Variante? Das war mir zwar vorher schon klar, aber gut, dass du das hier selber nochmal aussprichst, was für eine Sorte Mensch du bist. Und jetzt sagst du nein? Jetzt wartest du, bis du deinen Computer wiederbekommst? Ich muss es auch noch einblenden. Der sagt, dass sein Computer irgendwie defekt ist oder bei der Reparatur. Das gibt's nicht, Digga. Der Typ will sich da rauschecken. Sein Internet geht nicht oder sonst was. Der kann doch sogar mit dem Handy live gehen. Der kann sogar am Telefon. Der kann anrufen, Digga. Wir machen alle rein da und telefonieren. Ist mir doch scheißegal wie. Ich komm und kauf dir einen Computer, Digga. Und dann kannst du live gehen. Genau, dann kauf du ihm doch einfach einen PC, oder? Ist doch scheißegal. Hauptsache, du kommst live, Digga. Ja, wie ekelhaft kann man eigentlich sein? Ich schreibe in dem Tweet, was meine Gründe sind und er liest diese sogar vor, geht aber nicht drauf ein. Dann behauptet er, dass ich gesagt hätte, dass ich wegen meines kaputten Computers nicht live gehen will, obwohl ich das nie gesagt habe. Ich habe am Ende angemerkt, dass es weitergeht, wenn mein Rechner wieder da ist, bezogen auf die Paybacks, die ich aufwendig produziert hatte. Wo habe ich denn gesagt, dass ich nicht live gehen kann, weil mein PC kaputt ist? Leon tut jetzt aber so, als ob ich das als Ausrede benutzen würde und ignoriert meine aufgelisteten einfach Gründe. Das ist einfach nur ein Strohmann-Argument, um wieder wirklich alles zu manipulieren. Und ja. Außerdem... Das ist das Problem, es funktioniert ja zeitweise sogar, ne? Dass Leon mir jetzt unterstellt, dass ich mich nur rausreden will, nachdem er der König im Rausreden ist, macht das Ganze noch viel lustiger. Leons Ausreden. Leon macht Fake-Pranks, wird exposed, kehrt alles unter den Teppich, seine Ausrede nach 4 Jahren. Das war nur zur Unterhaltung. Kameras sind in seinen Prank-Videos offensichtlich zu sehen, Leon vertuscht das, indem er sie aus dem Bild schneidet oder schwarze Balken drüber setzt, seine Ausrede. Das macht jetzt das Bild für den Zuschauer kaputt, wenn man die Kamera sieht. Leon löst Schulkonzert-Gewinnspiel nicht auf und wird exposed, seine Ausrede. Oh, hab's vergessen euch zu zeigen. Zeigt dann ein Video, wo er so tut, als hätte er es eingelöst, wird daraufhin wieder exposed, seine Ausrede. Ah, ich hab das Gewinnspiel verwechselt, hab gar nicht gemerkt, dass ich gar kein Schulkonzert gegeben hab. Leon. Digga, löst Lambo Gewinnspiel nicht auf und hat den Gewinner blockiert. Seine Ausrede nach 2 Jahren. Der Gewinner hat sich irgendwie nicht gemeldet. Warum Leon aber kein Interesse hatte, das Ganze 2 Jahre lang nicht aufzulösen, sagt er hier nicht dazu. Hoffen wir alle auf eine lustige Ausrede. Leon hat 2018 schon gesagt, dass er viel Scheiße gebaut hat, aber ohne zu sagen, was er genau verbockt hat. Seine Ausrede, er hatte nicht die richtigen Leute, die ihm gesagt haben, was richtig und was falsch ist. Ja, das ist immer das Ding. Um sich selber einen moralischen Kompass zu bilden und eigene Prioritäten und Maßstäbe und Moralitäten zu ergründen, braucht es immer Leute von außen, die einem sagen, was richtig und falsch ist. Das kann man nicht selber machen, das ist leider so. Es ist viel schief gelaufen. Ich hatte halt nie... die Leute um mich rum, dass sie gesagt haben, Leo, mach das nicht, das hätte ich lieber nicht gemacht, das hätte ich auch nicht gemacht. Mach das lieber nicht so. Diese Leute hatte ich irgendwie nicht um mich rum. Ich hatte nie die Leute, die gesagt haben, was richtig, was falsch ist. By the way, nach dem Video hat er mit dem gleichen Scheiß weitergemacht. Witzig auch, dass unter dem Video unzählige Leute geschrieben haben. Jeder verdient eine zweite Chance. Ah, Digga. Das ist das Ding. Wisst ihr, ihr kriegt eine zweite Chance. Und macht genauso weiter. Das ist einfach nur
Aber das ist stupid, Mann. Dass jeder eine zweite Chance verdient hat und jetzt schreiben das immer noch unzählige Leute unter seinen aktuellen Pseudo-Entschuldigungsvideos. Und das Ding ist, es war damals schon nicht die zweite Chance. Leon ist wahrscheinlich der erste Mensch mit 1000 zweiten Chancen. Aber er hatte nicht das richtige Umfeld. Immer sind die anderen schuld. Ist sogar so. Dem Beef zwischen Leon und mir sind seiner Meinung nach Ape Crime schuld. Für alle, die es interessiert, ihr seid am Beef schuld von Mimi und mir. Hä? Nee, also stimmt an der Stelle nicht. Ich war selber vor Ort und eigentlich seid ihr jetzt beide schuld. Als ich dann auch einen Track gemacht habe, hat Leon ein Reaction-Video auf die Diss-Tracks gegen ihn gemacht, mit mir im Thumbnail. Seine Ausrede, meinen Track nicht abzuspielen, war, dass er sich meine Stimme nicht anhören kann, obwohl Leon sie nachweislich hochgepitcht hat. Du hast ein Jahr gebraucht und es einfach versaut. Ein verdammter Masterplan. Ich will mal das geben, aber der... Digga, der Song ist so... Ey, die Stimme ist so scheiße, ich kann mir den Song nicht geben, Mann. 6 Minuten 20 mit so einer Katastrophenstimme, das kann ich nicht. Digga, ist das... Ach, Mann, ey. Es sind so viele Faktoren, die so dumm sind, Mann, dass ich mir einfach denke, das muss der geschauspielert haben. So dumm und lost kann kein einziger Mensch sein. Das geht gar nicht. So dumm kann ein Mensch nicht sein, Amena. Nein. In echt dieser Wie, weiter weg dieser Beach, doch im Netz dieser G, Internet. Alter, Digga, ich kann mir das nicht geben, Digga. Was ist das? Alter, Falter, Digga. Noch dümmer wirkt die Ausrede, wenn man bedenkt, dass ich erstens Untertitel drin hatte, sodass man den Track eigentlich nicht mal hören bräuchte, sondern auch lesen könnte, also wenn man es beherrscht. Zweitens habe ich den Track nochmal mit normaler Stimme aufgenommen, Leon hat dann aber irgendwie gar nichts mehr dazu gesagt. Und drittens hat er gezielt an zwei Stellen des Diss-Tracks reingeklickt, wo keine Punchline drin war. Und kurz bevor eine kam, hat er schnell abgebrochen. Schon lustig, dass er ungefähr Fake-Reactions vorgeworfen hat und hier selber offensichtlich gezielt Stellen in meinem Diss-Track rausgesucht hat, die er der Dass er halt sagt, Ung ist ein Manipulator und halt genauso manipulativ da rangeht und halt sich wirklich Dinge raussucht, die halt leicht zu entkräften sind und so weiter und so fort, zeigt für mich, dass Leon Mascher nicht so dumm sein kann. Und ich glaube einfach, dass hinter diesem ganzen Modell Scheiße bauen, Scheiße zum Teil eingestehen, Beef suchen, Musik releasen, Pause. Scheiße bauen, Scheiße zum Teil eingestehen, Beef suchen, Musik releasen, Pause. Da steckt eine Masche hinter. Ich glaube, der kommt so gut damit über die Runden. Das Beste wäre einfach, wenn wir alle Leon Mascher komplett ignorieren. Aber dafür ist es leider einfach zu unterhaltsam. Öffentlichkeit zeigen kann, um zu sagen, dass meine Stimme unerträglich sei. Leon, war das etwa eine Fake-Reaction von dir? Ja, und nachdem Leon durch die Diss-Tracks komplett demoliert wurde, sagt er plötzlich, dass er das Ganze sportlich sieht. Was ich auf jeden Fall noch loswerden wollte, ist, ich nehme das Ganze hier sportlich, ich nehme das mit Humor. Ich krasse es nicht aus, weil Leon, der mich disst, ich finde es nicht so schlimm. Ich nehme es sportlich, wie gesagt. Deswegen lache ich auch darüber und deswegen bin ich jetzt auch nicht so sauer, wenn es der eine oder andere mich disst. Ich habe den Trend gesetzt, ich habe den Trend bewusst gesetzt, dass Leute... Du hast den Trend gesetzt. Du bist der Trendsetter in Deutschland, Leon. Du hast YouTube erfunden, Alter. Schon komisch, dass er vorher offensichtlich komplett frustriert Ansagen gemacht hat. Zwei Leute war ich nicht da, trotzdem habt ihr das gemacht. Wenn ich jetzt ein Jahr nicht da bin, wollt ihr trotzdem noch Videos über mich produzieren? Ey, ich sag euch ganz ehrlich, ab heute reicht es. Ich hab so eine Blacklist. Mimi auch so krass, er ist so obsessed mit diesem Thema. Er hat wirklich sämtliche Leon Mascher Videos, die offline genommen sind, komplett einmal runtergeladen. Es ist so krass. Da stehen viele YouTuber draus. Da stehen viele YouTuber drauf. Und die werden jetzt alle abgearbeitet und ich sage euch, morgen um 18 Uhr kommt der erste Diss-Track gegen einen YouTuber raus. Und da ist, ab dann ist vorbei. Dieser Diss-Track wird alles zerstören. Du wirst morgen gedisst. Du bist der Erste, der auf meiner Blacklist ein Dickchen bekommt. Weil du auseinandergenommen wurdest. Ich bin leider nicht mit drin gewesen, Leon. Das ist extrem traurig gewesen an der Stelle. Ab morgen gibt es keine Kommen mehr. Ab morgen werden Taten gesprochen. Und da braucht ihr eure Videos auch nicht mehr offline nehmen oder auf privat zu stellen. Weil ich weiß ganz genau, wer auf meiner Blacklist ist. Und Bro, du hast deine Videos alle offline genommen, privat gestellt. Was talkst du hier für ein Bullshit, Mann? Stück für Stück abgearbeitet. Ab morgen gibt es keine Kommen mehr. Ab morgen um 18 Uhr werden Taten gesprochen. Klickt alle, schaltet alle ein. Um 18 Uhr kommt der erste Diss-Track über die scheiß YouTuber. Und ich würde sagen, peace out. Es reicht mir. Sag jetzt nicht so. Das ist aber immer sauer. So nach Sportsgeist für mich aus, aber abgesehen davon, wo war denn deine tolle Blacklist, die du abarbeiten wolltest? Ist wohl nichts draus geworden, nachdem du auseinandergenommen wurdest, du Sportskanone, du. Was gab's eigentlich noch für Ausreden? Als Leon im Monat Januar Pause gemacht hat, offensichtlich, weil es da nicht so viel Kohle von YouTube gibt, hat er statt ehrlich zu sein, einfach behauptet, dass er nichts hochgeladen hat, weil er und ApoRed mit Fans gechillt haben. Freunde, wir haben lange kein Video mehr produziert, aus dem... Wir haben drei Jahre mit Fans gechillt. Auf safe, Digga. No pedophilio. Grund, weil... Mann, am liebsten würde ich einfach mal Stories auspacken, die ich so am Rande mitbekommen habe. Aber Digga, ich spreche von Gangtour und so weiter und so fort. Boah. Aber da werde ich mich nicht zu äußern, Digga. Das ist wir. Nicht, dass ich Angst habe oder sowas, aber ich will mich bei sowas einfach nicht beteiligen. Wisst ihr, was ich meine? Ich will einfach nicht. Ich will nicht derjenige sein, der. Ich schaue mir das gern an und so weiter und so fort. Aber ich will nicht derjenige sein, der jetzt aktiv damit teilnimmt. Ich lässt da gerne, bla 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 bla, aber. Kein Bock darauf, Digga. Ich habe genug Negativität in meinem Leben, Alter. Vielleicht mache ich irgendwann einen Stream. Ich habe sowieso gesagt, Leute, irgendwann, wenn ich YouTube verlasse,
Dann gibt es so ein Buch, Amenakulm. Letzte Zeit. Und dann ist vorbei, glaube ich. Sind noch Storys von mir drin, by the way. Ja, gut. Monopoly gespielt haben und? Gechillt haben. Einfach gechillt mit den Fans. Rumgehasselt, einfach Fotos gemacht. Sein Album. Rumgehasselt. Release hat er verschoben, natürlich nicht, weil es nicht genug Vorbestellungen gab, sondern mit der Ausrede, dass Leon solche tollen Aktionen wie das Gewinnspiel machen wollte. Was sich ja später dann sogar noch als Scam herausgestellt hat, um mehr Alben zu verkaufen. Bei seiner damaligen Gerichtsverhandlung ist Leon nicht zum Prozess erschienen. Seine Ausrede war, dass er krank sei und deshalb nicht kommt, obwohl der Arzt ihn als verhandlungsfähig eingestuft hat. Ich könnte jetzt hier noch ewig mit den Ausreden weitermachen, aber kommen wir mal zurück zum Thema Live-Debatte und seine Reaktion auf meinen Tweet. Live-Debatte, weiter geht's. Und das hier, dass du sagst hier mit deinem Pseudo-Weisheiten, dass ich nicht der Hellste bin und so. Ich sag euch ganz ehrlich, Mann, ich war auf 10 verschiedenen Schulen. Und hast auf keiner davon ein Konzert gegeben? Achso, ich dachte, er war auf 10 verschiedenen Schulen und hat versucht, da seinen Abschluss zu machen. Ich war auch mal auf einer Förderschule. Ich hab viel erlebt in meiner Vergangenheit. Hab zum Glück die Kurve bekommen. Hab bis dahin meinen Hauptschulabschluss gemacht. Geb ich zu, Digga. Und jetzt? Nur weil ich jeder rede wie ein Professor, Digga. Tut mir leid, Digga. Tut mir leid. Ich bin der, der ich bin. Was soll ich machen? Ich kann mich nicht verstellen, Digga. Also das ist halt auch so. Das ist halt auch. Digga, das ist halt auch so ein bisschen unangenehm, dieses auf Tränendrüse drücken. So, ja, jetzt kommst du mir daher, du Pseudo-Intellektueller. Ja, ich bin halt der ich bin und ich bin halt ein einfach denkender Geist, so. Aber ich will dafür Anstand und Respekt erwarten. Bro, es hat nichts damit zu tun, dass du dumm bist wie eine Kartoffel. Es geht primär einfach darum, dass du dich dumm verhalten hast. Punkt. Niemand kreidet dir an, dass du dumm bist. Niemand kreidet dir das an. Es geht nur darum, dass du dich sau stupid verhalten hast. Stellen konntest du dich eigentlich ziemlich gut, als du 4 Videos lang behauptet hast, dass Locke fast gestorben wäre. Und außerdem habe ich hier nicht deinen Hauptschulabschluss kritisiert, sondern deine Pseudo-Weisheiten. Die Wahrheit braucht keine Vorbereitung. Du denkst, du spielst Schach, aber du spielst nicht Schach, Digga. Du denkst, du spielst Schach, aber du spielst nicht Schach. Digga, das ist doch mal ein Spruch. Den kann man sich tätowieren. Du spielst Schach gegen dich selber. So, was ist mein Fazit? Wenn man Schach gegen sich selber spielt, ist es trotzdem nicht schlecht. Aber man dann erübt, oder? Fazit bei dem Video. Genau. Man wirft keinen Boomerang, wenn man ihn nicht halten kann. Oder auch Hashtag. Man wirft keinen Boomerang, wenn man sie nicht halten kann, hä? Man sagt, wenn man sie die neu erfindet, werden sie nicht vergessen. Jedenfalls hat Leon auf meinen Tweet dann Folgendes geschrieben. Ich hab ihn einfach... Bro, einfach Bro. ...geschrieben. Was aus der Jahr ist, stimmt. Soll ich dazu noch sagen? Deine Videos sind bei den Leuten angekommen. Sie haben es kapiert. Die Message ist durch. Was willst du doch groß den Leuten erzählen über mich, was sie noch wissen müssen? Also das finde ich hier so ekelhaft, dass der hier Stay und Monte mit drin hat, Alter. Dieser kleine, ekelhafte Reichweitengeier. Also wenn das Einzige, was du sagen kannst, ja, es stimmt ist, dann brauchen wir ja erst recht keine Live-Debatte. Und was ich den Leuten noch erzählen könnte über dich, was sie noch nicht wissen, ist sogar ziemlich viel. Aber da du das verhindern willst, versuchst du das hier krampfhaft zu unterbinden, so nach dem Motto, du hast doch schon alles gesagt, jetzt hör auf. Und später hast du das noch weiter versucht zu unterbinden. Mann, wie kann man so ein schmutziger Mensch sein? Der triggert mich so unglaublich, Alter. Den du mich als besessenen Psychopathen dargestellt hast, nur damit der Fokus weg von dir geht. Stark, ich glaube, Monte und Marcel, beide, sich dazu, glaube ich, gar nicht geäußert, Stay und Monte, glaube ich, auf Twitter, also das war auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber dazu kommen wir später. Ich habe alles drin gelassen von dir, ich habe sportlich gesehen, aber anscheinend geht es dir hier um die Klickzahl und nicht um die Wahrheit. Nee, Leon, mir geht's um die Unterhaltung. What the fuck, was ist das überhaupt für ein Argument? Klickzahlen und Wahrheit schließen sich doch nicht aus, also außer bei dir, denn du machst mit Lügen die meisten Klicks. Wenn es mir nur um Klicks gehen würde, hätte ich deine Karrierelaufbahn gemacht. Und da hätte ich auch die 4 Locke stirbt fast Videos gedreht, die nicht der Wahrheit entsprochen haben. Das war nur für die Klicks und die Kohle. Was denn sonst? Und so wie ich meinen YouTube-Kanal bisher geschaltet habe, mit solchen aufwendigen Videos und den langen Upload-Pausen, finde ich schon ein bisschen dreist, mir sowas vorzuwerfen. Leon, jedes meiner Videos ist aufwendiger als jedes deiner Videos. Aber wenn es dir und deiner komischen Fanbase hilft, sage ich jetzt mal, ja, ich mache es für die Klicks. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Was ist denn jetzt das Scheißargument? Ja, du machst das für die Klicks. Ja gut, und an der Stelle das Argument. In den Klickzahlen kann ich mir doch eh nichts kaufen, du aber schon, weil du die ganze Kohle, die meine Videos generiert haben, selber eingesteckt hast. Digga, Ehrenmann, Leon klemmt ein, lässt er reagieren nicht so viel auf ihn. Viel Spaß mit ein paar Euros, du Ehrenmann. Das ist das Ekelhafte. Leon Mascher claimt diese ganzen Videos von uns weg. Das ist das Widerliche, Mann. Das ist das Widerliche. Das ist das Ekelhafte. Eigentlich ist es saudumm, dass irgendwer dieser Ratte überhaupt noch Aufmerksamkeit schenkt. Irgendwer überhaupt hingeht und Content über diesen Hund macht. Ratte und Hund natürlich hier als Verniedlichung gemeint, nicht als Beleidigung. Ich finde nur, dass das extrem süße Tiere sind und würde Leon genauso einschätzen. Nicht nur von mir, auch von Chan Broke, Unge und Kuchen TV. Weil alles von Leon geclaimed und gestrikt wird. Ja, und das ist übrigens bei mir auf dem Uncut-Kanal halt auch genau das gleiche. Ich habe ja auch die Reactions zu Leon hochgeladen. Und bei mir ist es tatsächlich auch so. Also jedes Video, was ich von Leon hochlade, ist halt mit Content-ID gedingst, sodass halt Leon quasi das Geld halt dafür bekommt. Ich kann euch zeigen, bei mir sind sogar die Reaktionsvideos auf die Meme-Videos sind von Leon geclaimed. Ja, ich weiß nicht, ich kann mal gucken, ob ich euch das zeigen kann in der YouTube-Studio-App. Vielleicht wird das ja angezeigt, dass es geclaimed ist. Hier, also man kann es jetzt nicht ganz sehen, man sieht halt nur die beiden über Locke zum Beispiel, das ist halt durchgestrichen. Normalerweise ist das ja grün. Ich schau auch mal ganz kurz. Gebt mir mal einen kleinen Moment. D-King, du bist doch gerade im Chat. Schauen wir mal ganz kurz Studio-App. Revigang. Danke dafür an 350k an der Stelle.
So. Dann schauen wir doch mal ganz kurz. Sind die Videos von Leon bei mir auch geclaimed? Leon. Leon. Ich glaube, ich habe nicht mal Leon Mascher Videos hochgeladen, oder? Doch hier. Tatsächlich nicht, oder? Bei mir sind sie nicht geclaimed. Warum nicht? Schade. Das heißt halt, dass ich das nicht monetarisieren kann. Ja, weil er das halt einfach geclaimed hat. Ne? Leon, erzähl doch vollständigkeitshalber deinen Zuschauern, dass du die ganze Kohle eingesteckt hast, wenn du schon andere damit frontest, dass sie nur auf Klicks aus sind. Und selbst nachdem du gesagt hast, dass du nicht mehr claimst, blieben alle Videos weiterhin geclaimed. Man musste erst einen Einspruch für jedes einzelne unrechtmäßig geclaimte Video ausfüllen und dann nochmal literally 30 Tage warten. Darauf warten, ob dein Netzwerk denn wirklich gestattet, dass man mit dem eigenen Video selber Geld verdienen kann. Welchem Netzwerk ist Leon Mascher gerade zugeordnet? Ich will jetzt hier keine Cancel-Kampagne fahren oder sowas. Aber, warte mal ganz kurz. Leon Mascher. So, schauen wir mal, ob ich den finde, den Bro. Ist der noch Cube One? Channel Type Entertainment. Wo ist der denn? Ist das Content ID? Zu welchem Netzwerk gehört der? Wieso kann man das nicht mehr sehen? Zu welchem Netzwerk gehört Leon Mascher sein Kanal? Ich kann es nicht sehen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht genau, warum ich das nicht sehe. Keine Ahnung, Bro. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Und die 30 Tage nehmen die sich wirklich noch Zeit. Steht das hier nicht? Ah, hier! Wahrscheinlich. Konto nur Media. Achso, der released über Konto oder wie? Rechtmäßig geclaimte Video aus. Ach, Digga. Und dann nochmal literally 30 Tage warten. Darauf warten, ob dein Netzwerk denn wirklich gestattet, dass man mit dem eigenen Video selber Geld verdienen kann. Und die 30. Konto New Media Music. Ja, okay, okay. 30 Tage nehmen die sich wirklich noch Zeit. Ach, Bro. Ach, Bro. Netzwerk das nicht mal und es wird von YouTube nach 30 Tagen selber freigeschaltet, wenn ihr derzeit nicht reagiert. Und ich will mich an dieser Stelle nochmal korrigieren. Man muss nicht nur einen Einspruch machen. Wenn zum Beispiel 3 Leon-Videos in einem Payback behandelt wurden, muss man einfach 3 Einsprüche machen. Und diese 3 Einsprüche müssen dann auch von Leons Netzwerk separat genehmigt werden. Und nach 30 Tagen hat man dann vielleicht die Chance, noch ein paar Cent mit seinem eigenen Content zu verdienen, nachdem Leon sich bedient hat. Ich weiß nicht, ob die Leute das merken, dass deine Karriere sich komplett auf meinen Nacken aufgebaut. Ja. Akani. Hey. Komm hier. Ja, und deshalb bricht dir jetzt das Genick? Leute. Sehe ich das falsch oder was? Leon, wenn du denkst, dass es reicht, wenn man deinen Namen in den Titel schreibt, um 800.000 Abonnenten zu kriegen, bist du ganz schön hohl. Ich bin da, wo ich bin, weil meine Videos geil sind und weil mich viele große YouTuber in meiner Wen haben wir denn hier? Digga. Alles Missgeburten, wirklich. Von supportet haben. Und danke, Bro, dass du das allerhässlichste Bild aller Zeiten von mir gewählt hast, Bro. Wirklich. Kuss. Und weil viele meiner Zuschauer die Videos ihren Freunden zeigen. Und du bist übrigens da, wo du bist, weil du deine Karriere ausschließlich auf Lügen und Verarschen deiner Fans aufgebaut hast. Und Spaß, Leute. Ich schwör's euch, jeder, der jetzt reactet, ne? Ich habe diese Paybacks habe ich sportlich gesehen. Bis ich jetzt gemerkt habe, der macht's nur für die Klicks, Digga. Der macht's nicht für die Wahrheit. Der macht's nur. Aber ist doch chillig. Du machst mit den Klicks doch Geld, du Hund. Ist doch cool. Für die Klicks. Ja, die Pay. Cutback. Jetzt hast du sportlich gesehen und hast dann auch ganz sportlich das Geld eingesteckt. Achso, naja. Leon, kann das sein, dass du hier auch nur die Klicks wolltest? Oder warum hast du das Thumbnail und den Titel so gemacht? Als wär's live. Mhm. Habe es mir auch aufgefallen. Sehr unangenehm. Als ob du gerade live wärst mit Mimi, Monte und Stay.
Leben. Er will nicht, dass es aufhört. Er will doch weiter mit den Videos machen. Weil ohne mich hat das Ganze, hat sein Leben keinen Sinn, Digga. Genau. Alles klar, Digga. Aber naja, machen wir mal weiter mit Leons Tweet. Aber anscheinend geht es dir hier um die Klickzahl und nicht um die Wahrheit. Ich kann auch all deine Videos einfach striken lassen. Ja geil, jetzt droht er mir noch mit Strikes. Mir geht's anscheinend nicht um die Wahrheit. Weißt du was? Dann spielen wir das Spiel auch nicht mehr mit, Digga. Dann strike ich auch einfach deine Scheiße. Perfekt, Bro. Mach das doch einfach. Verschließ dich doch einfach vor der Wahrheit. So läuft das. Videos. Weil du willst nur, dass man immer dein Spiel mitspielt, aber nicht auch mein Spiel, Digga. Dein Spiel aus Lügen, Verarsche, Erpressung, Druck und ständigen Repressalien und unfairen Spielmitteln? Nein, das stimmt. Das Spiel will man nicht mitspielen. Also erstens strikst du dann nicht meine Scheiß-Videos, sondern meine geilen Videos. Wir wollen ja bei der Wahrheit bleiben, nicht wahr, Leon? Und zweitens versuchst du mich gerade damit zu erpressen, meinen Kanal wegzustriken, wenn ich die Live-Debatte nicht annehme. Das zeigt schon mal wieder, was für eine ekelhafte Sorte Mensch du bist. Nicht, dass es mich wundert, aber es ist gut, das nochmal bestätigt zu bekommen. Wenn du Mann genug bist, wirklich in die Tiefe zu gehen, dann stell dich mir live. Anstatt mit deinen Videos weiterhin zu analysieren und ständig zu wiederholen. Und wenn ich ja sowieso der Holste bin, dann bleibt die Frage, wieso du dich nicht in der Live-Debatte stellst. Was hast du zu verlieren? Nee, die Frage müsste heißen, was habe ich zu gewinnen? Und die Antwort ist nix. Der Einzige, der hier nichts mehr zu verlieren hat, bist du, Leon. Deswegen schlägst du gerade wild um dich wie ein Schwert. Erziehbares Scheißkind, wenn das Ritalin aufhört zu wirken. Geht es dir wirklich um die Wahrheit, gib es hier kein Hin und Her. Du würdest dich der Konfrontation wie ein Erwachsener stellen. Ich kann deinen Angstschweiß bis hierher riechen. Ich rieche es noch bis hierher, Digga. Oh, Leon, das ist nicht mein Angstschweiß, den du hier riechst, sondern das hier. Ah, den hast du, den würdest, den würdest du gern haben. Jeder, der diese Live-Debatte sehen möchte, gib dem Video jetzt einen Daumen hoch. Wer die nicht sehen möchte, gib dem Video einen Daumen runter. Da habe ich die Statistik. Wollt ihr die Live-Debatte sehen mit Mini, Monte, Stay, die zwei als Richter? Oder wollt ihr sie nicht sehen? Dann gib einen Daumen runter, wenn ihr sie sehen wollt. Digga, es ist einfach nur dumm. Wollt ihr das sehen? Wollt ihr, dass die großen YouTuber mitmachen? Wollt ihr, dass Stay in Monte? Wollt ihr, dass Stay in Monte dabei sind? Wollt ihr mir eine Plattform geben für meinen Bullshit? Wollt ihr das? Wollt ihr, dass ich noch berühmter werde, als ich jetzt schon bin? Ja, geil. Ja, wollt ihr das? Eine Statistik, Leon. Und was soll das jetzt für eine Bedeutung haben? Wenn ich jetzt sage, dass die Zuschauer mein Video liken sollen, wenn Leon Mascher seinen Kanal löschen soll, dann solltest du ja dann deinen Kanal löschen, oder? Ich meine, das sagt ja die Statistik. So, jetzt gucken wir mal, was seine eigene Community so geschrieben hat, weil das freut mich so heftig, Digga, dass die Leute es langsam checken, dass das, was sie machen, auch nicht ganz korrekt ist, Digga. Schauen wir mal hier, was seine eigene Community so auf Twitter geschrieben hat. Hier schreibt zum Beispiel einer Andi, er zieht doch Eier ein, nicht Leon. Bin kein Fan von beiden, sehe das nur objektiv. Ja, nein. Andi, perfekt. Das ist meine eigene Community, bin kein Fan von beiden. Du konntest scheinbar nicht mal jemanden finden aus meiner Community, deswegen behauptest du das einfach. Ist leider wirklich so. Mimi führt eine persönliche Vendetta, was man auch irgendwie verstehen kann, aber mittlerweile ist das ja schon Besessenheit gegen Leon Mascher, wo er die Energie und Zeit aber besser nutzen kann. Genau darauf bin ich doch schon im Intro von Payback 2 eingegangen. Hier ein Ausschnitt, damit auch der letzte Idiot peilt. Ja, was wahrscheinlich viele nicht wissen ist, dass ich das Payback schon vor Ewigkeiten angefangen habe. Das Video zu Bistrank habe ich auch schon im Juni 2018 gedreht. Ich wollte aber erstmal alle Leon-Videos fertig schneiden, damit ich die dann alle hintereinander hochladen kann, ohne längere Pause zwischen den Videos. Die Paybacks sind seit letztem Jahr fertig. Die Zeit ist doch schon investiert. Ich habe leider keine Zeitmaschine, um das zu ändern. Da müsst ihr Leon fragen, denn der kann die Zukunft vor der Vergangenheit drehen. Was wir unter anderem bei den späteren Paybacks noch sehen werden. Denk mal nach, was Mimi ohne Leon für Videos machen würde. Denk mal genau dieselben wie vor den Paybacks. Keine. Ja genau, vor den... Ja stimmt, der hat da nichts hochgeladen, das ist richtig. Paybacks habe ich keine Videos gemacht. Ich habe quasi mit den Paybacks meinen Kanal begonnen. What the fuck, sogar 3 von meinen 5 letzten Videos auf meinem Kanal waren keine Leon-Videos. Dazu braucht man nicht mal großartig recherchieren. Ich meine... Okay, in jeder Community gibt es solche Larrys, die sowieso nichts raffen. Aber wie stolz Leon auf diese 3 dummen Kommentare präsentiert geht. Der Max 1992, Trimax, der am besten hat sich da einfach rausgehalten, bin ich ehrlich, wa? Nicht in mein Hirn rein. Payback ist eine Serie, wie man unschwer erkennen kann. Ich habe vorher übrigens 3 andere Serien auf meinem Kanal gemacht, aber das zählt wahrscheinlich nicht, denn ich habe ja vor den Paybacks nichts anderes gemacht. Und außerdem nerven die Paybacks. Als nächstes beschwert ihr euch wahrscheinlich bei dem Frühling, dass er nur dieses nervige Disenchantment gemacht hat. Ach so, der hat noch Futurama und Simpsons gemacht? Nee, das zählt nicht. Und außerdem nervt er voll mit Disenchantment. Das ist ein richtig besessener Freak. Mimi, komm und gib dir die Wahrheit pur, Digga. Live im Stream, noch 24 Stunden gebe ich dir Bonuszeit, Digga. Oh, kein... Zu gütig von ihm. Einer hat dich nach Bonuszeit gebeten, du Wischmafioso. Gib mir einfach in den nächsten 24 Stunden Bescheid auf Twitter. Gib mir ein richtiges Statement und sag mir nicht so viel um den heißen Brei, Digga. 24 Stunden hast du Zeit, Digga. Ganz theatralisch, Digga. Ganz, ganz theatralisch. Immerhin hat er eine goldene Schallplatte, ne, Mimi? Und was hast du? Hast du eine goldene Schallplatte, Mimi? Hä? Hast du eine goldene Schallplatte? Ich glaube nicht, du Hund. Boah, darf ich das nochmal sehen? 24 Stunden hast du Zeit, Digga. Der ist echt sauer. Der Mann ist sauer. Ich weiß gar nicht, was du mit deinem peinlichen Alpha-Getue immer erreichen willst. Jeder das ist Alpha. Sieht, dass du nur Minderwertigkeitskomplexe hast. Leon versucht im Internet ständig auf Krampf so zu wirken, als ob alle Angst vor ihm haben. Versucht Ansagen zu machen, redet ständig von Manns genug und tut so, als ob vor ihm alle die Eier einziehen. Der furchteinflößende Leon, jetzt wird's ganz böse. Der furchteinflößende Leon. Hier zum Beispiel bei mir. Ich kann deinen Anschweiß bis hierher riechen, ich rieche es noch bis hierher. Ich schwöre mal 100%. Die Frage ist, ob du es kannst. Ich weiß wirklich, ob du es kannst. Er sagt einfach, nö. Er möchte die Live-Debatte nicht, ne? Natürlich, musst du deine Eier im Internet spucken, so große Löhne, aber live, Digga. Oder hier zum Beispiel. Bei Denergy. Ich muss jetzt mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich war vor ungefähr 5 Tagen, habe ich was mit meinem Kameramann in der Stadt gedreht, ne? Und dann war ich halt in der Europapassage. Auf einmal sehe ich einen Typ, der so telefoniert und mich so anguckt.
Ich weiß nicht, der hat mir so irgendwas vermittelt, so, der hatte Angst oder irgendwas, ne? Und dann dachte ich, was ist los? Und dann hab ich ihn dran geguckt und dachte ich, ah, ich kenn ihn doch, das ist so der, der YouTube-Musik macht, ne? Und auf jeden Fall hab ich ihn angesprochen, hab ich das so angeguckt und er so, und ich so, ja, du machst geile Musik, Digga, der fällt mir, da waren so ein paar Bands, so Dinger, die fand ich geil, ne? Und er so, danke, ey, Leon Moschers hier, neben mir, auf jeden Fall guck ich ihn. Digga, ja, safe. Und warum ist der so verkrampft, Digga? Er so, hast du mein Diss-Track gesehen? Den Diss-Track? Also, ich hab einen Diss-Track über dich gemacht. Und dann hab ich gesagt, ja, wirklich? Ein Diss-Track? Ja, der ist gerade auf der Startseite und hat schon fast eine halbe Million Klicks. Und ich guck ihn so an und ich so, du hast einen Diss-Track über mich gemacht. War das ernst oder war das Spaß? Und er so, ja, war Spaß mit ein bisschen Pfeffer hinten dran. Und ich so, also ernst? Nein, nein, nicht ernst. Und ich sehe, wie sein Schweiß runterkullert. Ich schwöre, der hat sich auch eingepisst, Digga. Der hat sich ja eingepisst. Also Denergy hat sich ja in die Hose gepisst. Der hat gekackt. Der hat dann auch Leon, ich war ja dabei, ich habe das ja gesehen, ich stand ja hinter Leon. Ich stehe ja immer hinter dem. Ja, wahrscheinlich. Hat sich auf jeden Fall halt eingepisst, gekackt. Hat dem sogar noch einen geblasen, damit er den bloß in Ruhe lässt. Und ich glaube sogar, dass Denergy sofort Leon Mascher 20.000 Euro gegeben hat. Das weiß ich auch noch. Schutzgeld, hat er gesagt. Schutzgeld, genau. Weil Leon hat dann auch sein T-Shirt ausgezogen und Leon hat ja ein 8-Pack. Und da haben natürlich alle im ganzen Einkaufszentrum dann auch Respekt gehabt, haben Leon dann auch die Schuhe geputzt und sind auf die Füße gegangen und haben Leon dann auch wirklich tatsächlich die Füße geküsst und haben dann Leon auch auf Händen rausgetragen. Das waren so 200 Leute, die Leon dann rausgetragen haben und gesagt haben, du bist der König von Hamburg. Das ist genau so passiert. Ja, safe. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Absolut nicht, Digga. Oder hier bei Julian Bam. Es war bloß auf Deutsch, ich pack dir's nicht. Wie du sagst, dass du Klicks auf den Nacken kriegst. Hab doch alle ein Klick, super Freund, hab gesagt, meine Rap-Parodie war ein Vollkick. Okay, ich will nur sagen, Chris, stopp, Digga. Eins verstehe ich nicht, Freunde. Eins verstehe ich wirklich nicht. Alles war cool im Real Life, ne? Aber hinter der Kamera, im Internet, macht jeder auf Rambo. Jeder ist ganz anders. Würde mich gerne wissen, ob Julian das, was er gesagt hat in seinem Rap-Song, mir das auf mein Gesicht sagen würde. Nee, der hat ganz dolle Angst vor dir, du krasser Muskelsören. Du Muskelsören. Also das ist auch das Ding. Unge ist ja auch deshalb nach Madeira gezogen. Der hat ja in Hamburg gewohnt. Unge hat ja in Hamburg gewohnt und ist ja deshalb nach Madeira gezogen. Ich kann mal ganz kurz, vielleicht erreiche ich Unge. Ich weiß, der streamt jetzt, aber vielleicht kriege ich ihn noch kurz ans Telefon, dass wir das vielleicht noch kurz bestätigt bekommen. Weil das ist natürlich schon krass, ne? Das ist halt schon heftig. Mal ganz kurz gucken, ob ich ihn erreiche. Vielleicht kann ich kurz seine Nummer noch leaken. Das können wir mal ganz kurz fragen. Ich glaube nicht, dass er rangeht, weil er jetzt gleich selber streamt. Aber wäre natürlich jetzt gut, wenn wir das nochmal ganz kurz bestätigt bekämen von ihm. Soll ich Nummer leaken? Also ich sag's so, Leute. Wenn ich hier 7 Likes auf das Video mache, dann würde ich Nummer leaken. Und wenn Simon jetzt beim dritten Pieps nicht drangeht, dann muss ich Nummer leider leaken. Scheiße, Alter. Scheiße, Mann. Scheiße. Scheiße, Simon. Scheiße, Alter. Das war's. Unge hat auch übelst Angst vor dir. Ja, nur weil wir dich nicht angeprangert haben, du kleiner Hund. Nur weil wir dich nicht angeprangert haben. Und die Aussage, dass du sagst, ich bin ein Hund, ich wünsche mir... Diese Aussage würdest du auch mal tätigen, wenn wir uns live sehen, dass du das zu mir sagst von Angesicht zu Angesicht. Das wünsche ich. Der ist ja deshalb nach Madeira gezogen, weil er Angst hatte vor dir. Genau. Ob du das wirklich auch machst, Leon? Ist halt nicht. Ja, Leon, man hat ja gesehen, was passiert, wenn man es dir ins Gesicht sagt. Halt ihn auf, halt ihn auf. Zieh den weg. Red Kerl jetzt. Schieb mal ihn weg. Bei dem Video kommt Mimi ja tatsächlich nicht so gut weg. Wie gesagt, ich war ja selber vor Ort und habe das immer so ein bisschen ja, low-key gehalten, sage ich mal, was da so passiert ist, ne, weil ich ja dabei gewesen bin. Aber ja, vertrackte Situation, sagen wir mal. Ne? Aber ja, versuch mal weiter deinen Zuschauern zu verkaufen, dass alle vor dir einscheißen, du krasser Hengst. Leon machte sein Comeback nicht nur, um seinen Song mit Beef zu promoten, sondern er hat auch einen neuen Kanal eröffnet. Dieser wurde besonders fleißig während des ganzen Beefs beworben. So begann er am Ende von dem Live-Diskussionsvideo Folgendes zu sagen. Ich werde auf diesem Kanal nicht mehr viel von diesen Statements und Videos und Ansagen und Reactions oder sonst was raushauen. Ich werde diesen Kanal aufmachen, der ist Leons Real Talk, ganz unverlinkt. Den könnt ihr jetzt alle schön abonnieren. Leons Real Talk. Da kommt die Tage ein Video über einen YouTuber raus, Digga. Da war ich die ganze Zeit ruhig, aber jetzt reicht's, Digga. Jetzt reicht's wirklich. Einfach ein klares Video, Digga. Und ich hoffe, du streichst mich nicht weg, Digga, weil du hast auch in der letzten Zeit sehr viel ausgeteilt. Wundere dich, dass so ein Video auch mal kommt über dich, Digga. Ich will deinen Namen nicht erwähnen, aber bin ich's gewesen. Auf jeden Fall alle den 2 Kanal von mir, Leute. Da kommen alle diese Videos. Ich werde auf Leute reacten. Ich werde mein selbst gewissen Sachen geben. Der Kanal hat 0 Videos. Pepega, Digga. Und ich werde auspacken, was einfach in der letzten Zeit nicht gesagt worden ist. Weil die Leute wissen nicht, was geht, Digga. Es ist sehr viel passiert, Digga. Und die Leute kennen die Wahrheit, Digga. Dazu gab es in der Beschreibung des Videos Haufen Links zum Kanal und genauso einen angepinnten Kommentar. Was kam dann eigentlich auf dem neuen krassen Wahrheitskanal? Oh. Oh. Naja, immerhin hat er sich ein schönes 2010er YouTube-Banner rausgelassen. Why not? Nichts! 9 Tage später kam dann nochmal die Werbetrommel auf dem Video, die Wahrheit über Leon und Mimi. Ein Video, das wird richtig krass.
Also das wird richtig krass. Das wird morgen auf meinen Zweitkanal kommen. Ich würde euch wirklich gerne wirklich sagen, was es für ein Video ist, sage ich euch aber nicht. Ich hau's morgen einfach raus. Checkt meinen Zweitkanal ab, Leo zu Real Talk. Da werden Sachen von mir in Zukunft kommen, wegen meiner Real Talks, meine Sachen. Aber davor müssen erstmal ein paar Sachen geklärt werden. Da kommt noch was Krasses über einen großen YouTuber. Da muss auf jeden Fall noch ausgepackt werden. Aber vorher muss auch noch was geklärt werden. Deswegen checkt meinen Zweitkanal ab. Da kommt morgen ein Video endlich online auf meinen Zweitkanal. Ich finde es halt krass, man sieht ja offensichtlich, dass Lea Marché auf jeden Fall einen Cutter hat und jemand, der ihm die Thumbnails erstellt. Und dass dieser Mensch freiwillig ungelogen und sowas in den Thumbnails, die Thumbnails sind ja nicht schlecht tatsächlich, das ist wirklich einfach nur peinlich. Also Digga, an der Stelle, wenn du der Cutter von Lea Marché bist oder der Thumbnail-Designer, da wäre ich lieber arbeitslos, bin ich ehrlich. Ja, okay, das war's von Leon. Nein, Digga, es geht jetzt richtig los, Digga. Jetzt geht es jetzt richtig los, Digga, jetzt kommt die EP, ich bin gespannt. Den Zweitkanal, damit ihr nichts verpasst. Morgen kommt ein neues Video. Morgen auf meinem Zweitkanal, das ist der erste Anfang. Dazu gab es in der Beschreibung des Videos Haufen Links zum Kanal und genauso einen angepinnten Kommentar. Was kam dann eigentlich auf dem neuen krassen Wahrheitskanal? Oh, immer noch nichts, okay, schade. Nichts! 9 Tage später kam dann nochmal die Werbetrommel auf dem Video, Unge ist ein Lügner und Manipulator. Auch jetzt das mit den Videos, das war's jetzt. Sowas werdet ihr jetzt nur noch auf meinem Zweitkanal sehen und antworten werde ich auch nur noch auf meinem Zweitkanal. Das war's jetzt. Ein Tag später kommt das nächste Video. Ah ja, der. Auf jeden Fall auch ein Retalk auf meinen Zweitkanal rausgehauen. Check das ab auf meinen Kanal, da kommen auch Retalks raus. Abonniert den Zweitkanal, ganz wichtig, Leute. Ich will einfach, dass ihr die beiden fährt. Aus meinem früheren Leben, aus meinem jetzigen Leben. Ihr sollt einfach wissen, was Sache ist, Mann. Dazu gab es in der Beschreibung des Videos Haufen Links zum Kanal und genauso einen angepinnten Kommentar. Was kam dann eigentlich auf dem neuen krassen Wahrheitskanal? Nichts. Aber Leon hat direkt eine Erklärung, warum er die Videos immer auf seinem Hauptkanal hochgeladen hat. Ich weiß, ich habe gesagt, ich lade das Video auf den Zweitkanal hoch. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich wollte einfach, dass das Video so viele wie möglich sehen. Deswegen wusste ich jetzt nicht, ob das Video jetzt... Der Cutter kann nicht kündigen, der hat Angst vor Leon, stimmt. Auf meinen Zweitkanal jetzt einschlägt. Mir geht es einfach, dass ihr wisst, was die Wahrheit ist. Es sollen einfach so viele Leute wie möglich die Wahrheit hören. Darum geht es mir bei diesen Videos. Mir geht es nicht um den Promo-Effekt oder sonst was, Mann. Ob ich jetzt Geld damit verdiene, ob ich jetzt Klicks damit mache oder nicht, Mann. Mir geht es am Ende einfach darum, dass sie die Wahrheit hört. Hä? Er will, dass es so viele wie möglich sehen, aber ihm geht es nicht darum, ob er Klicks damit macht? Moment mal, das heißt doch, dass er viele Klicks will. Das verstehe ich jetzt nicht, Leon. Erklär das nochmal ganz kurz. Wie passt das denn zusammen? Ich will auch so viel wie möglich verdienen. Mir geht's aber nicht ums Geld. Der Satz mir genauso selten. C-Pay04, dankeschön. Stefan und Dani, der geile Alfred. Ich will nicht mal zugeben, kann, dass er Klicks will, wenn er will, dass seine Videos viele Leute sehen. Und auch lustig, wie er bei mir noch gesagt hat, dass ich nur für die Klicks mache und nicht für die Wahrheit. Aber anscheinend ist ja hier um die Klickzahl und nicht um die Wahrheit. Aber dass ich vielleicht auch will, dass so viele wie möglich die Wahrheit sehen, zählt bei mir irgendwie nicht. Ganz schöne Doppelmoral. Besonders, wenn man bedenkt, dass du auch noch lügst, während du darauf pochst, die Wahrheit zu sagen. Du willst einfach weiter Dinge unter den Tisch kehren und meine Videos unterbinden. Deshalb versuchst du mich mit solchen Vorwürfen mundtot zu machen, während du dich selber nicht an deine aufgestellten Regeln hältst. Du bist eine ekelhafte Sorte von Mensch, das sieht man hier wieder deutlich. Du wolltest von Anfang an durch den Beef einen Reaction-Kanal starten, weil sowas gerade im Trend liegt. Ja, hat zum Glück geklappt. Vor allen Dingen halt Reactions, Digga. Also, Lea Marché sehe ich jetzt nicht als starken Reaction-YouTuber. Ich sehe Lea Marché generell nicht als starke menschliche Persönlichkeit. Deshalb hast du den Kanal genau an dem Tag eröffnet, als du mit deinen Ansagen gegen mich begonnen hast. Was ein Zufall. Das hat bloß nicht funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast, deshalb hast du das Ganze wieder fallen lassen. Genauso war es schon, als du auf den Fortnite-Trendzug aufgesprungen bist, was aber nicht geklappt hat. Check mal unten in der Beschreibung ganz oben verlinkt, der Zweitkanal, da war ich jeden Tag... 1500 Euro pro Kill, mein kleiner Bruder rasiert Fortnite-Revolver-Challenge. Ach, Bro. Dieser arme kleine Bruder, Bro. Dieser arme kleine Bruder, Digga. Das ist wirklich... Ach, Mann, Alter, der arme Junge, Digga. Ey, Bro, sollte der kleine Bruder zufälligerweise Fan von mir sein oder so, ich lade dich gerne ein, Alter. Wir können mal einen echten... Fantag verbringen, also ja. Aber ist doch cool, ist dein Bruder mit dir Content macht, ist doch cool. Der arme Alter, wirklich. Check das ab, ist sehr lustig, kommt daily ein Video hoch. Ja, und danach kam 4 Tage später ein Video, was mit Fortnite oder Gaming nichts zu tun hatte. Und 13 Tage danach dann ein Product Placement, das... Perfekt. Was? Geiler Daily Upload. Auf jeden Fall werbelustig. Oder erinnert ihr euch an das mittlerweile gelöschte Video vom September 2019 namens Mein letztes YouTube-Video, danke für alles. Welches? Das war ein gutes Video, muss ich sagen. Das war wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Video, Leute. Das war eines meiner Lieblingsvideos. Das habe ich voll gefühlt, Mann. Als er gesagt hat, er hört auf. Ah nee, hat er doch nicht gesagt. Was er auf seinem Hauptkanal hochgeladen hat. In dem Video sprach Leon darüber, dass er zu 95% seinen YouTube-Kanal verliert und ihr deshalb seinen neuen Kanal abonnieren sollt. Es wird bald vor Gericht gehen. Auf jeden Fall geht es darum, dass ich diesen Kanal hier, diesen YouTube-Kanal, den ich mir jahrelang... Ich check auch, also jetzt wirklich an der Stelle mal wirklich ganz weirder Front von meiner Seite. Ich check den Leon Marché-Drip einfach nicht. Diese... weirde Gucci-Bauchtasche, diese Kappe, dieses Tanktop, dieses Jeanshemd. Also Bro, der ist designtechnisch, musikalisch, fashionmäßig
Generell ist Leon Mascher, glaube ich, einfach im Jahr 2015 stehen geblieben. Also komplett, Digga. Der ist einfach in 2015 hängen geblieben. Also, ich check's nicht. Aufgebaut habe, dass ich den einfach wahrscheinlich jetzt zu 95%. Diese Gucci-Tasche, das ist eine Parodie des Menschen. Wird er nicht mehr bei mir gehören. Also. Zum Glück geht er nicht auf die Sonnenbank. Er wird gar nicht mehr existieren. Dass ich diesen Kanal, den ich mir wirklich jahrelang erarbeitet habe, dass er einfach nicht mehr mir gehören wird. Ein Megastein wird dir einfach im Weg gelegt und den musst du jetzt aufheben und wegschieben und halt einfach weitermachen. Und ich hab mir. Sentimental auf jeden Fall, gerade dieses nice Rauschen im Hintergrund, Schockgesell für meine Ohren, Bro. Jetzt überlegt, ich werde jetzt einen neuen Kanal machen, wo ich einfach aktiv bin, mir selber die Motivation gebe, einfach am Start zu sein und nicht aufzugeben, auf keinen Fall aufzugeben. Ja, und da war es an der Stelle dann auch das wieder mit dem neuen Kanal. Kurze Zeit später kam die Songankündigung für Bruder muss los und daraufhin das komplette Musikvideo. Mit seinem Hauptkanal ist nie was passiert und er hat danach nie wieder den angeblichen Rechtsstreit erwähnt, obwohl er im Ankündigungsvideo meinte, dass er noch was dazu sagen wird. Was er bis heute nicht gemacht hat. Und ja. Gut, also. Jetzt höchstens machen wird, um wieder eine neue Lüge zu bringen. Leon versucht seine Zuschauer immer so zu manipulieren, dass sie machen, was er sagt, um den größtmöglichen Profit rauszuholen. Ach, und übrigens, auf seinem neuen Kanal hat er auch. Das meine ich halt. Leon Mascher kann gar nicht so dumm sein. Der playt doch ganz schön strategisch. Das muss man einfach mal sagen. Der ist nicht so stupid, wie man denkt. Ein bisschen was hat er im Kopf, Digga. Wirklich. Ein bisschen was hat er im Kopf tatsächlich. Das ist leider so. Auch keine Reactions gemacht. Reacted hat er auf seinem Hauptkanal, wo er sich wie immer blöd gestellt hat. Ich schwör's euch, ne? Fragt mich nicht, wie der Kameramann sich immer so versteckt hat. Ja, ich kann dir vor. Digga. Oh. Leon, Digga. Leon. Vorstellen, dass er sich hinter dem eingefügten schwarzen Balken versteckt hat. Ach, und übrigens, wenn ich nicht gestrikt werde, kommt das nächste Payback demnächst irgendwann. Leon Mascher, oh, ich brauche Leon Mascher als YouTuber, weil auf ihn habe ich mich aufgebaut und wenn der nicht da ist, dann was für Videos mache ich dann? Mal die Schuhe an? Wow. Ja, richtig. Wow. Morgen 17 Uhr streame ich, wie ich aus diesem Sneaker einen Fortnite-Sneaker mache und dann im Stream noch verlose. Wow. Ja, ich weiß, kein Schulkonzert von Leo zu bekommen wäre ein wertvollerer Preis, aber das biete ich hier nicht an. Jetzt kommt noch Werbung für meinen geilen Merch. Zu jedem gekauften Artikel gibt es eine Dragon Ball. Bro, Alter. Lost. Ost, Leon, Lost, Mascher.